4. Juli 2010. Es ist 9 Uhr und ein schöner Tag. Ein wunderschöner Tag. Sie ist fertig. Endlich fertig. 11 Jahre. Und sie ist fertig. 1990 hat sie mich gewarnt, dass meine Forschungen zu einem Riss in der Zeit führen werden. Ich habe die Spuren verwischt, die Maschine versteckt, aber das war nicht genug. Der Riss ist nicht länger nur eine Möglichkeit, er steht kurz bevor. Das ist die Gegenmaßnahme. Das ist die Absicherung, dass der Riss sich nicht weiter ausbreiten wird. Die Theorie ist solide. Jetzt liegt es nur noch an der Ausführung. Ich habe seit Monaten nichts von Wilder gehört. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr etwas zugestoßen ist. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Beobachtet. Es fällt mir schwer, wenn ich daran denke, was ich in meinem Leben alles geopfert habe. Hierfür. Ich habe jeden, der mir wichtig war, ausgeschlossen. Die Beziehung zu meinem Bruder. Einfach alles. Es muss funktionieren. Es muss einfach. Juli 2010. Beth Wilder, dieses Video ist für dich. Du hast gesagt, ich solle der Werkstatt fernbleiben, aber ich konnte sie nicht dort lassen. Ich bin zurück, sie zu holen. Aber der ganze Ort war ein Katastrophengebiet. Die Gegenmaßnahme. Einfach weg. Scheiße. Der Safe. Leer. Ich muss wissen, dass du sie hast. Denn wenn sie in die falschen Hände fällt, ist ihre Macht unermesslich. Unsere Zukunft. Unser aller Leben hängen von ihr ab. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Du weißt, wo ich bin. Bitte, beeil dich. Okay. Der 28. Februar 1999, William Joyce. Okay. Nach Monaten mühseliger Arbeit ist meine Maschine endlich bereit für Versuche mit Menschen. Bereit, wie ich finde, da bereit ein relativer Begriff ist, wenn man es mit der Deformation des Krononfelds und dem Nachbau der Massendichte eines schwarzen Lochs... Naja, okay. Das heißt, zusammengefasst, ich habe eine Zeitmaschine und sie funktioniert. Ich werde es beweisen. Oder sterben. Okay. Ich muss nur noch einige letzte Vorbereitungen treffen. Wenn ich die Maschine betrete, dann werde ich im Uhrzeigersinn durch den Korridor reißen. Okay. Der Kern ist aktiv. Die Chrononniveaus sind stabil. Ich werde im Uhrzeigersinn durch den Korridor reißen und an derselben Stelle in der Zukunft wieder herauskommen. Oh. Diese Uhr ist mit meiner synchronisiert. Also, wenn ich die Maschine dann verlasse, sollte es einen beträchtlichen Zeitunterschied zwischen meiner Uhr und der Uhr in diesem Raum geben. Der Korridor ist arretiert. Okay. Zielzeit steht auf 5 Minuten in der Zukunft für den ersten Test. Zugegeben, in die Vergangenheit zu reisen wäre weitaus eindrucksvoller. Aber ich kann nur so weit in die Vergangenheit reisen, wie der Zeitpunkt, an dem der Kern der Maschine zum ersten Mal aktiviert wurde. Also, jetzt. Okay. Die Maschine ist bereit. Monitor ist stabil. Was ich jetzt tun werde, ändert die gesamte Struktur der Korridor. Ich weiß nicht mehr. Es ist der 2. April 1999. Ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall. Nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder.
Ich habe die Maschine weggebracht. Versteckt. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber... ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss. Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds, aber es stoppen oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll. Keine Ahnung. Wilder ist aus der Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte. Oder? Warum wäre sie sonst hier?